willkommen zu einem neuen Food-Neuheiten-Video. Ich glaube, ihr freut euch genauso sehr wie ich, denn ich habe da so leckere Sachen gefunden. Ihr könnt es nicht glauben. Vor allem auch Sachen, die ich wirklich schon lange gesucht habe. Also ja, es wird spannend. Ich werde die Sachen wieder bewerten mit 1 bis 5 Sternen. Also ich würde sagen, let's go! Ich glaube, das ist bisher so meine Favorite-Kombination bisher dieses Jahr. Fangen wir mal direkt mit etwas an, was schon offen ist. Allerdings von einer Freundin. Ich habe es noch nicht probiert. Die hat mir das nämlich mitgegeben und meinte so, hey, das sind Neuheiten. Also meine Friends sind genauso schon into Food-Neuheiten wie ihr. Das ist aber meine Hauptnachricht, die ich auf Instagram bekomme, per DM. Ist immer, oh, ich habe Food-Neuheiten gefunden. Guck mal hier. Und zwar sind das neue Nimm 2 Soft. Richtig cool. Die heißen Splash. Und zwar ist das die Sommeredition mit Wassermelone, Ananas und Granatapfel. Holen wir mal alle raus. Also das, das und das. Verschiedene Farben. Fangen wir mal mit Wassermelone an. Nee, das ist Ananas. Fangen wir mit Ananas an. Okay, es hat nicht geklappt. Hat nicht geploppt. Mmh. Schmeckt richtig intensiv nach Ananas. Liebe ich. Nicht so krass künstlich, aber naja, gut, das ist keine frische Ananas, ist ja klar. Liebe ich. Dann jetzt Wassermelone. Es ploppt nicht. Auch ganz lecker. Schmeckt ja sehr sommerlich. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, mein Favorite, Granatapfel. Also ich hoffe, dass es mein Favorite ist, aber es wäre jetzt so die Sorte, die mich am meisten anspricht. Ja, auch lecker, aber witzigerweise finde ich Ananas am leckersten. Ich muss wirklich sagen, die Sorten schmecken richtig gut. Super, super, super sommerlich und ich finde, die passen richtig gut. Gar nicht so krass künstlich. Ganz ehrlich, 5 von 5 ist direkt ein Erfolg. Ist direkt ein Erfolg. Jetzt kommt eine Sache, auf die ich schon länger gewartet habe, dass ich sie finde und bin tatsächlich fündig geworden an einer Raststätte. Und zwar gibt es jetzt neu von Beefy Veggie Carazza XXL. Also ich denke mal, das Original kennen die meisten von euch. Das ist halt dieses, ja, Brötchen mit, von Beefy halt. Genau, das ist halt mit vegetarischer Salami auf Basis von Weizen und Erbsen. Also nicht auf Basis von Soja, ist ja schon mal top, für mich zumindest. Das sieht so hässlich aus eigentlich, ne? Ich meine, Freunde, was ist das? Sieht einfach irgendwie, ja, nicht so schick aus. Okay, ich beiße jetzt einfach mal rein oder soll ich es durchbrechen? Ich beiße rein. Mmh. Die Tomatensauce schmeckt schon mal richtig gut würzig. Geruch ist übrigens so wie das Original, was ich kenne. Ich muss aber auch sagen, dass ich das 100 Jahre nicht gegessen habe. Und Käse sieht man natürlich. So sieht das hier von innen aus. Ihr seht, die Tomatensauce, die Salami ist halt ganz unten und oben drauf Käse. Ich baue das hier mal ein ganz bisschen auseinander, damit ich mal nur die Salami probieren kann, weil das interessiert mich am meisten. Hier. Vielleicht ist sie nicht ganz so salzig wie das Original, aber ganz ehrlich, schmeckt voll gut. Wenn ihr dieses Original mögt, dann werdet ihr das auch mögen. Ich muss echt sagen, schmeckt das gar nicht. Also vielleicht die Konsistenz halt ein bisschen anders. Aber ansonsten ist es voll würzig durch die Tomatensauce, die ist auch immer gut gewürzt. Also ich muss sagen, ich finde es richtig lecker. Top, I like. Also kriegt auch von 4, 5 von 5, weil es wirklich nicht wie irgendwie ein komisches Fake-Ding schmeckt, sondern wirklich richtig gut. Zeit für Cookies! Oh ja, darauf freue ich mich. Und zwar gibt es richtig viele neue Sachen von Leibniz, habe ich gesehen. Und zwar Leibniz Fruits. Im ersten Moment dachte ich mir, es wären einfach nur in Kekse in Form von Früchten. Das wäre aber irgendwie ein bisschen lame. Aber nein, ihr seht, es ist einmal Banane und einmal Apfel. Fangen wir mal mit Banane an. Ich freue mich schon sehr. Also es sind Bananendinkelkekse. Riecht noch nicht so krass intensiv, aber süß, Bananenform. Schmeckt ganz leicht nach Banane. Es ist nicht irgendwie künstliche Banane drin. Also nicht das, was ihr euch jetzt vorstellt vielleicht. Die sind richtig schön knackig. Die Inhaltsstoffe sind eigentlich voll gut. Wir haben hier Dinkelmehl, Bananensaftkonzentrat, Sonnenblumenöl, Weizen, Dextrin, getrocknete Datteln. Backtriebmittel und das war's eigentlich. Die kriegen 5 von 5, weil ich finde die richtig geil. Sag ich euch ehrlich, ich finde die richtig, richtig lecker. Was ist denn heute los? Ey, voll gut, das hatten wir noch nie, so einen Lauf. Probieren wir mal Apfel in Form von kleinen Äpfelchen. Oh, ich sehe sogar Apfelstücke, kann das sein? Vielleicht die getrockneten Apfelstückchen. Die sind nicht ganz so hart. Die kriegen auch 5 von 5. Ich lieb's. Ich finde es richtig, richtig, richtig lecker. Die haben übrigens, da wollte ich euch noch zeigen, Nutri-Score A beide, ne? Das finde ich voll krass. Machen wir weiter mit etwas zu trinken. Und zwar gibt es neu hier von Messmer diesen Cold Tea Sparkling. Beziehungsweise ich glaube, dass die Sorten neu sind. Also es gab auch Orange Ingwer und noch Johannisbeer irgendwas. Soll kalorienarm sein. Okay, 19 Kalorien auf 100 Milliliter. Ist aus Schwarztee mit Zucker, Zitronensaft im Endeffekt. Okay, ist erstmal basic. Ja, bisschen bitter. Kann man trinken. Könnte für mich halt süßer sein, aber es ist ja auch sehr Geschmackssache immer. Da ist ja enorm viel Kohlensäure drin. Das ist ja richtig heftig, Sparkling. Nee, leider überzeugt mich das nicht so. Relativ bitter, finde ich es. Okay, kommt vom schwarzen Tee. Ist jetzt auch nicht so viel Zucker drin vielleicht. Aber nee, würde ich mir nicht nochmal holen. Kriegt nur 2 von 5. Irgendwie überzeugt mich das leider nicht. Vielleicht sind die anderen Sorten besser. Falls ihr Orange, Ingwer oder dieses Johannisbeere nochmal probiert habt, dann schreibt mal gerne. Aber nee.
Machen wir mal was Salziges. Und zwar gibt es hier neu von Lay's aus dem Ofen Chips. Ja, keine Ahnung, scheint irgendwie neu zu sein. Das sind auf jeden Fall so Riffelchips. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der krasse Chips-Fan. Man schmeckt direkt, dass sie nicht so viel Fett haben. Sie schmecken nicht so gut wie normale Chips, finde ich. Sie schmecken gut nach Paprikagewürz. Das Paprikagewürz ist nicht so krass addicting, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hat nicht so dieses, oh Gott, ich brauche gerade so viele Chips weiter essen. Ah! Ich würde sie mir aber nicht nochmal kaufen, weil ich sage euch ehrlich, wenn ich Chips essen würde, dann eher so die richtig klassischen, die dieses Fett haben, weil dann, weiß ich nicht, hat das irgendwie mehr so dieses Chips-Feeling. Die sind halt wirklich so, ja, ach, keine Ahnung. Also wenn man halt auf die Kalorien achten will und öfter Chips isst, ist das bestimmt mega cool. Da ich ja nicht so oft Chips esse, würde ich halt eher lieber die fettigen nehmen, weil das für mich der Inbegriff von Chips ist. Und das ist irgendwie wie so eine gesunde Variante, die ich dann eher nicht essen würde. Aber sie sind trotzdem lecker, deswegen kriegen sie trotzdem gute 3 von 5, wenn ihr versteht, was ich meine. Von Niederegger Marzipan, eine Sache, die man liebt oder definitiv hasst. Und zwar diese Limited Edition hier mit Apfelstreuselkuchen. Ich finde, das klingt ja mal abnormal lecker. Aber vielleicht ist es auch abnormal eklig. We will see. Schreibt mal gerne, wer von euch das mag und wer nicht das mag. Oh mein Gott, guckt euch bitte diesen flüssigen Kern an. Ich habe mich eben schon ein bisschen gefragt, wie das aussehen soll. Also das scheint normales Marzipan zu sein. Oben dann so eine Apfelstreusel-flüssige Füllung. Hä? Das Ding ist, die Füllung ist süß. Aber ich würde da nicht auf Apfel kommen. Und gleichzeitig ist sie ein bisschen bitter, wenn man das versteht. Das schmeckt ein bisschen wie gegoren, Leute. Ich habe das jetzt extra so aufgemacht hier, um diese Flüssigkeit zu probieren. Oh Gott, wie sad ist das denn jetzt bitte? Ich habe mich darauf richtig gefreut, ne? Habt ihr das schon mal probiert? Sag das mal bitte. So, kriegt 2 von 5. Weil es hat sowas ganz sauer, süßes, irgendwie bitter, ganz, ganz, ganz komisch. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Sad, ey. Ich hasse sowas. Eine Hoffnung an Schokolade habe ich noch. Und zwar gibt es von Lindt richtig viele neue Sommersorten. Und zwar sehen die alle so aus von der Verpackung her. Die soll man im Kühlschrank lagern und dann ganz wilde Kombinationen. Ich habe mich jetzt hier für Bananasplit entschieden. Es gab aber noch Krokantbecher, Eiskaffee, Buttermilch, Zitrone, Vanille, Heidelbeer, Joghurt, solche ganz crazy Sachen. Also richtig nice. Okay. Schmeckt ganz künstlich nach Banane. Nicht lecker. Habt ihr Bananensplit schon mal probiert? Oh Mann, ich dachte, das wäre so voll lecker, aber ich finde es nicht lecker. Gar nicht lecker. Von 5. Oh Gott, darf man das sagen? Aber nee, finde ich wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Okay, das war jetzt ein irgendwie sehr durchwachsenes Video. Ich muss sagen, ein paar Sachen waren richtig lecker und ein paar Sachen waren irgendwie dafür richtig flop, auf die ich mich richtig gefreut habe. Da sieht man mal wieder, dass man einfach nicht zu hohe Erwartungen haben sollte und einfach immer alles auf sich zukommen lassen sollte. Dann wird man überrascht. Falls ihr schon irgendwas probiert habt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wenn ihr natürlich noch einen weiteren Teil sehen wollt. Freue ich mich über Feedback. Ansonsten natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da lade ich super oft Rezepte hoch. Also mindestens 2-mal die Woche Reels. Ansonsten nehme ich euch in meiner Story mit, bin da sehr aktiv und es gibt auch Gewinnspiele und so. Deswegen freue ich mich, wenn ihr mir da folgt. Da bin ich fast noch cooler als hier, würde ich sagen. Ja, cooler. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!